Woran scheitern viele Anträge auf eine Erwerbsminderungsrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wer sich auf einen Marathonlauf gut vorbereitet, wird die Strecke von 42 Kilometern auch bewältigen können. Ein Erwerbsminderungsrentenverfahren ist für viele Versicherte oft ein Marathonlauf. Oft dauert es Jahre, bis es überhaupt zu einer Entscheidung über die beantragte Rente kommt. Manchmal geht es vor Gericht und oder die Antragsteller ziehen die Anträge zurück und stellen sie dann auch nochmal neu. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. So unsere Erfahrung. Und das hat alles Gründe. Und oft offenbart dann der Blick in die Akten das Übel. Denn es gibt keine oder unzureichende medizinischen Unterlagen in den Akten. Eine fehlende Sachaufklärung durch die deutsche Rentenversicherung, manchmal sogar auch durch das Gericht. Fehlende Unterlagen durch den Versicherten selbst, die er eigentlich hat und er weiß es gar nicht oder hat sich gar nicht drum gekümmert, trotz Aufforderung durch die deutsche Rentenversicherung hier was zu machen. Also man kann ja die Schuld nicht immer der Rentenversicherung geben. Es gibt sogar Anwälte oder sogar Sozialverbände, die schlicht und ergreifend die Weitergabe von medizinischen Daten vergessen oder sogar verweigern. Akten aus anderen sozialrechtlichen Verfahren werden einfach nicht herangezogen, wie zum Beispiel Schwerbehinderungsverfahren oder Begutachtungsverfahren durch die Bundesagentur für Arbeit. Und was ganz, ganz wichtig ist, es gibt oftmals keine hinreichende medizinische Analyse der bestehenden Erkrankung als Ursache für die Erwerbsminderungsrente. Letzteres ist aus unserer Beobachtung eine Hauptursache dafür, warum Erwerbsminderungsrentenantragsverfahren oder Erwerbsminderungsrenten oftmals abgelehnt werden. Und unser Kollege Frank Weise aus dem Team Rentenbescheid 24, der im Übrigen für die medizinische Analyse der Unterlagen bei Erwerbsminderungsrentenverfahren zuständig ist, bestätigt das eigentlich letzten Endes nur. Er sagt, es ist extrem wichtig, dass alle verfügbaren medizinischen Unterlagen auch eingesehen und verwertet werden können. Denn was nützt es uns, wenn wir Akten zum Beispiel aus einem Behinderungsverfahren haben, das wir gar nicht einsehen können, was wir gar nicht wissen? Denn es muss ja im Detail geprüft werden, ob die festgestellten Erkrankungen im Zusammenhang mit der möglichen Erwerbsminderung stehen. Welche Auswirkungen diese auf die Erwerbsfähigkeit des Versicherten eigentlich haben. Ob zum Beispiel ausreichende Therapien erkennbar sind, im Sinne zum Beispiel einer Verfestigung oder Verstetigung der Erkrankung. Das ist ganz wichtig, dass sowas da ist. Und ob die deutsche Rentenversicherung und ihre eigenen Sozialmediziner sich eigentlich ausreichend mit den Erkrankungen des Antragstellers beschäftigt haben. Dabei ist aus unserer Sicht auch das persönliche Gespräch mit dem Mandanten, mit dem Versicherten oder dem Betroffenen extrem wichtig. Denn wir müssen ja herausfinden, mit Ihnen gemeinsam, wo fehlen Unterlagen? Was können wir Ihnen vielleicht noch für Tipps und Hinweise geben, damit wir schneller an das Ergebnis kommen? Deshalb unser Rat für Sie. Stellen Sie bitte niemals unvorbereitet einen Antrag auf eine Erwerbsminderungsrente. Prüfen Sie, ob alle Unterlagen vorhanden sind. Medizinische Unterlagen und auch, was ganz wichtig ist, sogar eine aktuelle Rentenauskunft da ist. Sprechen Sie bitte mit Ihrem behandelnden Arzt. Nicht mit dem Hausarzt, mit dem behandelnden Facharzt. Wie sieht dieser aus seiner Erfahrung, wie sieht es mit einer möglichen Erwerbsminderungsrente bei Ihnen aus? Oftmals ist das für Sie wirklich ein Fingerzeig, wenn der Facharzt sagt, ja, ich sehe das so und so, hier müssen wir vielleicht noch was machen oder es reicht sogar aus. Überschätzen und unterschätzen Sie bitte Ihre persönliche Situation nicht ein. Wir haben es oftmals mit Leuten zu tun, die denken, sie sind gar nicht krank genug, um eine Erwerbsminderungsrente zu bekommen. Das stimmt alles gar nicht. Oftmals ist das schon schlimm genug, was man an persönlichen Erkrankungen hat. Vermeiden Sie aus falsch verstandenen Ehrgeiz oder Ärger eine fachliche und sachliche Auseinandersetzung mit der deutschen Rentenversicherung oder dem Gericht. Glauben Sie mir eins, Sie werden sich nur noch weiter ärgern. Natürlich sollen alle medizinischen Gutachten auf Richtigkeit und Vollständigkeit und exakte Bewertung geprüft werden. Das ist auch ganz wichtig, dass man hier nochmal ganz klar guckt, liegt da alles sauber vor. Und wenn Sie merken, dass Sie nicht vorankommen, geben Sie diese Vorgänge in die Hand eines externen Beraters, Fachanwalt für Sozialrecht, gerichtlich zugelassenen Rentenberater oder wenn Sie gar nicht weiter wissen, kommen Sie ganz einfach zu rentenbescheid24.de. Unsere Berufserfahrung aus tausenden Beratungen und Vertretungen in Rentenangelegenheiten zeigt, wie wichtig es ist,
dass sie fit sind für ihren Marathonlauf für den Antrag einer Erwerbsminderungsrente. Nur mit einer guten Vorbereitung und einem guten Training, bekommen Sie natürlich von uns, können Sie Ihr Ziel erreichen oder haben wenigstens eine Chance dazu. Nutzen Sie unsere Beratungs- oder Vertretungsangebote auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Daher unser Rat für Sie für ein erfolgreiches Erwerbsminderungsrentenverfahren. Stellen Sie niemals unvorbereitet einen Antrag auf eine Erwerbsminderungsrente. Prüfen Sie, ob alle Unterlagen vorhanden sind, vollständig sind. Wichtige medizinische Unterlagen und eine aktuelle Rentenauskunft sollten Sie immer bei der Hand haben. Prüfen Sie auch nach, ob Sie zum Beispiel, wenn Sie eine Schwerbehinderung haben, Zugriff auf die Schwerbehinderungsverfahrensakten haben, die da irgendwo möglicherweise vorliegen. Sprechen Sie mit Ihren behandelnden Ärzten, mit Ihren Fachärzten, nicht dem Hausarzt. Wie sehen diese aus Ihrer Erfahrung heraus? Wie sieht es aus mit Ihrer Erwerbsminderung? Reicht die Erkrankung, die therapeutischen Ansätze aus, um hier wenigstens eine Erwerbsminderung oder einen Nachweis zu führen, dass Sie nicht mehr voll erwerbsfähig sind? Überschätzen oder unterschätzen Sie Ihre persönliche Situation nicht. Gehen Sie niemals allein zur Deutschen Rentenversicherung, wenn es um Beratungen mit einem Sachbearbeiter in Sachen EM-Rente geht. Nehmen Sie sich bitte einen Familienangehörigen mit oder wenn es gar nicht geht, ruhig auch einen Anwalt oder jemanden vom VDK oder wie auch immer. Natürlich sollen medizinische Gutachten auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft werden oder diese müssen auf jeden Fall vollständig sein. Und wenn Sie merken, dass Sie nicht vorankommen, geben Sie die Vorgänge aus Ihrer Hand. Es wird Sie befreien. Glauben Sie mir das. Das sagen uns viele tausende Beratungen und Vertretungen in Erwerbsminderungsrentenverfahren. Nehmen Sie sich einen externen Berater, einen Fachanwalt für Sozialrecht vor Ort oder einen Rentenberater oder kommen Sie ganz einfach zu www.rentenbescheid24.de.